Okay, hier geht's weiter. Und die hier erwachen nicht zum Leben, beziehungsweise da kommen keine Beschwörer aus dem Stein gesprungen. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Also ich denke, dass ich auch die Diablo 3, das Ihr Diablo 3 Add-on auch definitiv vorbestellen werde. Diesem Zirkel erliegen. Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Und down ist die Sau. Bitte vergebt mir. Stufe 9. Mein Leben war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Das ist aber hart. Werft einen Speer auf einen Gegner und zieht ihn zu euch. Ach, so ein Grab. Ja, okay. Dem Skelettkönig das ist natürlich nicht schlecht. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Holzaxt. Das sieht auch nach einem Zweihänder aus. Jo. Skelettkönig. Macht auch, ja, ist mir es recht. Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. So, der Templer. Verspottet einen, heilt euch und den Templer. Jo, die Meine Fähigkeit. Macht wächst. Mag ich doch ganz gerne. Der Spott ist auch ganz nett, wenn man als Range kämpft. Kann ich mir das gut vorstellen, dass er die Gegner dann ab und zu an sich zieht. Ich hatte den doch eigentlich ausgewählt. So, jetzt aber. Ja. Das ist dann so eine Kette. Ist doch. Ist nett. Das ist auf jeden Fall nett. Ich mag diesen. Ich finde diesen Sprung. Das Sprung geht noch absolut nicht. Genial. Scheiße, da hat es mich noch erwischt. Also dieses Speer, erster Eindruck von diesem Speer, den halte ich für relativ unnötig bis jetzt. Also vielleicht später in Bosskämpfen ganz nett, aber da ich mich auch nicht irgendwie an Wände ziehen kann oder so. Keine Ahnung, was ich davon erstmal halten soll. Also der erste Gedanke ist eher sinnlos, unnütz, aber das heißt ja nichts. Schreibpult, da geht's jetzt bestimmt weiter. Nein, geht es nicht. Ich glaube, wahrscheinlich hat man auch an mehreren Stellen die Möglichkeit, diese Bücher zu finden. Und in unserem Fall haben wir sie einfach schon alle gefunden. Hier ist auch nochmal eine Truhe mit einem Schild. Das ist auch immer sehr nett gemacht hier mit den Möglichkeiten, die Gegner durch irgendwelche Effekte hier auszuschalten. Eben Kronleuchter, der runterfällt, oder irgendwelche Nagelwände, die aus den Seiten kommen. Was ist das? Das ist schon nett mit dem Ziehen, aber wie gesagt, ich halte es im Moment noch ein bisschen für unnötig. Das geht noch nicht. Euer Fleisch ist schwach. Okay. Übrigens springt der jetzt, das muss ich gleich mal ausprobieren. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, der springt in die Richtung, wo die Maus, wo der Mauszeiger ist. Ja, ja, ja. Das macht auch eigentlich am ehesten Sinn. Macht ihr den. Zieht ihn zu euch. Ich dachte, den macht ihn auch unbeweglich. Fehler. Ja, gut, das hätte uns eigentlich dicke erschlagen müssen. Dieses Spiel ist auch so mega brutal. Guckt euch das mal an, da, ey. Ich brauche mehr Holla, Zeit. Die Waldfee, was ist denn hier los, hm? Das gab aber dick Erfahrungspunkte. Also diesen Sprung, den mag ich wirklich gerne. Also der gefällt mir gut. Meine Hiebe vernichten euch. Und diese kleinen Scheißerchen. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Nerven mich auch. Einfacher durch des Winters. Das war ein würdiger Gegner. Naja. Richtig. Okay, der Dolch macht 11,2 Schaden. Ich habe versucht zu zählen, wie viele wir getötet haben. Aber ich habe den Überblick verloren. Schlechter.
deutlich schlechter. Okay, das ist jetzt hier schon wieder eine Ebene, die ist sehr, sehr groß. Da ist die Chance, dass man sich am Anfang den falschen Weg aussucht, nicht genug doch Wut. Recht groß. Da ist schon wieder ein Champion-Pack anscheinend. Kommen jetzt hier nacheinander angekrochen. Abenteuerlicher Säbel. Der könnte sogar ganz gut sein. Okay. Mistige kleine Scheusale. Nee. Bei aller Liebe nicht. Ja, hier, man kriegt aus den Schreibpulten keine Bücher mehr. Mehr Wut. Anscheinend haben wir die Story bis zum Ende durchgemacht. Beziehungsweise haben sie bis zum Ende gelesen in den Büchern. Ist ja echt kein Plan, wo ich lang muss, ne? Also das ist echt Wahnsinn, wie oft man sich in diesem Spiel einfach mal verläuft, beziehungsweise nicht verläuft, aber den falschen Weg wählt. Ja, ich glaube, hier geht es nämlich nicht weiter. Nicht genug. Diese Skelettviecher sind übrigens ein bisschen nerviger, weil die erstmal den ersten Schlag erstmal dick blocken. Aber hier scheint es wirklich nicht weiterzugehen. Hier ist ein kleiner Podest, ein kleiner Altar und das war's. Können wir gleich wieder hochgehen. Können wir gleich wieder hochgehen. Also, ich bin wirklich gespannt, wie Diablo 3 hier zukünftig bei euch ankommen wird, vor allen Dingen, wenn wir das Add-on spielen. Ich hoffe, es gibt den ein oder anderen Diablo 3-Fan unter euch. Wäre natürlich echt schade, wenn es keiner sehen würde. Ich habe doch die Hoffnung, dass ich den einen oder anderen überzeugen kann, dass das Spiel doch ganz in Ordnung ist. Ich glaube mittlerweile die Fässer zu zerstören. Oh, ein Schatzgoblin, ein Schatzgoblin. Ich brauche Wut. Down. Was droppt der? Ein paar Armschienen, ey. Und die sind nicht mal besser als meine. Und jetzt wieder diese dicken Explosionsviecher. Oh, bei denen sind diesmal wieder, diese... Oder nee, die Scheusale sind bei denen nicht rausgekommen. Die waren hier schon so vorher. Ich dachte, die werden jetzt aus dem Magen da gekrochen. Hier sind wir aber richtig, Leute. Hier sind wir richtig. Findet die Krypta des Skelettkönigs. Hier ist ein Wegpunkt. Hier kommen nochmal ein paar Skelette raus. Hier ist ein Sarkophag. Jetzt habe ich diese scheiß Axt mitgenommen. Ich glaube, jetzt hier kommt doch gleich nochmal so ein Mini-Gegner, oder? Habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Leoriks Schwert. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leorik. Verräter! Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Ja, das ist die Stelle, wo er den König hinrichtet. Das, was wir in den Büchern so gelesen haben. Hier nochmal als Geister... Simulation nachgestellt. Ihr wagt es, das Lebenswärme in mein Grab zu tragen?
Wir werden euch zu Fall bringen, Höllenbrut! Aktivierte Säulen. Können ja nicht wirklich was. Okay, das war ein schneller Tod für die meisten hier. Und hier gibt's nochmal auf die Glocke. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welchen Weg ich nehmen soll. Auch sehr schön, dass man hier wirklich über diese weite Distanz noch jumpen kann. Oh, bald sind wir auch schon wieder Level up. Hälfte haben wir schon wieder. Ich glaube, hier ging es links lang, oder? Hier ist noch ein Buch. Loriks Tagebuch. Teil 1. Leoric. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauerntölpeln und einem alten, baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Ah, okay, das ist jetzt die Sichtweise des Königs, die wir jetzt hier sehen. König Leoric, also der Skelettkönig. Öffnen wir mal das Tor. Jetzt müssten wir auch bald beim Skelettkönig sein. Ja. Ihr werdet mich niemals besiegen! Na, das werden wir ja mal sehen. Ihr wurdet besiegt in dem Augenblick, in dem ihr euch dem Wahnsinn ergabt. Okay, jetzt gibt es hier noch ein kleines Mini-Event. Tore haben sich verschlossen. Und Skelette tauchen auf. Und das war's auch schon. Ja, dann geht's jetzt wohl, glaube ich, zur Sache. Hä? Ja, hier ist er. Da ist er. Jetzt müssen wir hier die Krone aufsetzen. Tada. Und jetzt müsste er zum Leben erwachen. Da kommt er auch schon. Na, geht's los? Boah. Der macht aber gut Damage. Alter Krawalter. Mehr Wut. Okay. Da muss ich mir doch ein bisschen... Wow. Lieber einen Heiltrank trinken. Und hier nochmal ein bisschen die Ads erledigen. Jetzt kommt er wieder. Das geht noch nicht. Wow. Also so richtig viel halte ich nicht aus. Aber den kriege ich jetzt down. Jetzt vor allen Dingen, weil er nochmal Ads beschworen hat. Na, den gebe ich jetzt. Dem gebe ich jetzt. Und ich brauche mehr Zeit. Bam. Down ist die Sau. Weiterer Schritt auf dem Weg zum Ruhm. Und diesmal gab es sogar ganz nette Sachen hier. Eine Sichel, ein Schlagring und zwei Blue-Items. Und neues Wissen. Die Hohepriester der Zakarum in Kurast ernannten Leoric vor vielen Jahren zum König von Kanduras. Er war ein guter Herrscher, bis Diablo ihn in den Wahnsinn trieb. Der von seinem getreuen Ritter Lachdanan getötet werden musste. Anschließend ließ Diablo höchstpersönlich ihn von den Toten auferstehen
und machte ihn zum Skelettkönig, bis er schließlich von seinem eigenen Sohn Aiden niedergestreckt wurde. Also hier haben wir eine seltene mächtige Waffe bekommen für den Barbaren. Und das gefällt mir in der Hinsicht ganz gut, weil 1,1% des verursachten Schadens in Leben umgewandelt wird. Und wir haben 0,5% mehr Schutz und nur minus 1% weniger Schaden. Also da kann ich doch mal drauf verzichten, auf diese 0,1 Schadenspunkte. 0,1. Müsste jetzt hier doch eigentlich runterspringen können. Nein, kann ich leider nicht. Kann ich leider nicht. Abkürzen geht hier nicht. Noch nicht bereit. Ihr wart es, der vom Himmel gefallen ist? Ihr seid der Ursprung all dieser Zerstörung und doch spüre ich an euch kein Übel. Ich erinnere mich daran, zu fallen. Wer seid ihr? Weshalb seid ihr hier? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich werde euch zu Deckard Cain bringen. Er ist ein gelehrter Mann. Alles klar. Den gefallenen Stern haben wir damit gefunden und wir können zurück nach Tristram. Ich bin weit gereist, um herauszufinden, dass der gefallene Stern nur ein Mann ist. Wer ist er? Warum ist er gekommen? Er erinnert sich an nichts. Vielleicht weiß Cain, was der Fremde uns nicht sagen kann. Alles klar. Speicherstand, Speicherpunkt erstellt. Gut, Leute, dann war es das jetzt hier an dieser Stelle auch. Und im nächsten Part sprechen wir dann mit Deckard Cain. Und bis dahin macht's gut. Ciao.